Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Kamine Photography YouTube Kanal. Ich habe jetzt über 5 Nächte den Kometen Neowise fotografiert. Seit 23 Jahren gab es so einen hellen Kometen nicht mehr. Im Jahre 1997 hat Halley Bob den Nachthimmel erhellt und so ist der Komet Neowise. Dieser Komet ist aber maximal noch vielleicht 2 Wochen zu sehen. Deswegen möchte ich euch ein paar fotografische Tipps geben, damit wir nicht die nächsten 23 Jahre auf einen vermeintlich hellen Kometen warten müssen. Hier ist der erste fotografische Tipp. Die Blenden. Die Blenden müssen komplett auf sein, damit man so viel wie möglich Photonen auf den Sensor bannen kann. Maximale offene Blende bitte. Bitte nicht abblenden, damit man eine bessere optische Bildqualität erreicht. Dieses Mal nicht. In Astrofotografie geht es darum, dass wir so viel wie möglich von den Lichtphotonen sammeln können. Das heißt, maximale offene Blende. Brennweiten können unterschiedlich sein. Den Neowise kann man sowohl im Weitwinkel als auch mit Tele fotografieren. Das ist tatsächlich eine Geschmackssache und eine Frage der Komposition. Verschlusszeiten. Nun ja, Verschlusszeiten hängen tatsächlich auch von der jeweiligen Brennweite ab. Wenn man einen Weitwinkel einsetzt, dann kann man auch schon Verschlusszeiten von 10 bis 15 Sekunden lang belichten. Wenn man aber ein telebrennweitiges Objektiv einsetzt, dann können bereits vielleicht die Verschlusszeiten sogar 2 oder 1 Sekunde betragen. Ja, also damit die Sterne immer noch punktförmig bleiben, muss man immer eine Testaufnahme machen und schauen, ob die Sterne durch die Erdrotation bereits zu den Strichen verwaschen sind oder ob die noch immer noch punktförmig sind. Ja, also und wir möchten natürlich auch einen punktförmigen Kometen haben, ja, also einen scharfen Kometen. Ein dritter Tipp, nämlich die ISO. Hier hängt es auch davon ab, welches Kameramodell ihr habt. Ja, also ich shoote mit Fujifilm Kameras, die haben einen relativ großen Sensor APS-C, das heißt ich kann problemlos 4000, 6400, sogar 10.000 ISO nehmen und das Rauschverhalten, das thermische Rauschen eines Sensors ist immer noch akzeptabel. Je kleiner der Sensor, desto höher das Rauschen, je größer der Sensor, desto besseres Rauschoutput haben wir auch. Ein weiterer Tipp von meiner Seite ist der Kelvinwert. Der manuelle Weißabgleich ist ganz, ganz wichtig, vor allem wenn man später aus den einzelnen Fotoaufnahmen ein 4K-Zeitraffer-Video zusammenbasteln möchte und man möchte vermeiden, durch den automatischen Weißabgleich, dass es zu flackern, zu flimmern beginnt. Das heißt, manueller Kelvinwert und da ist eine Geschmackssache. Ja? Denn mein persönlicher individueller Wert liegt bei 3700 Kelvin. Weil ich möchte eine kühlere Lichtatmosphäre kreieren. Wir haben ja die Assoziation, die Nacht ist blau. Die Nacht ist nicht blau, aber wir haben diese Vorstellung, dass die ist. Und das heißt, die Nacht wird meistens auch mit kühleren Temperaturen assoziiert. Und dadurch kreiere ich auch eine bläuliche Atmosphäre. Wenn man sagt, nee, ich möchte eher so Tageslichttemperatur, da sind wir bei 5500 Kelvin. Das ist natürlich viel, viel wärmer vom Wert. Und je höher man mit Kelvin geht, wie zum Beispiel 7000 oder 8000 Kelvin, dann ist es sogar noch wärmer. Aber da sind die individuellen Einstellwerte tatsächlich gefragt. Fokus ist der fünfte Tipp. Der Autofokus ist hier natürlich fehl am Platz. Ne? Also man braucht einen manuellen Fokus, das heißt den Fokus bitte auf manuell umschalten und manuell fokussieren. Am besten mit Lupenfunktion. Ne? Und wenn die Kamera das besitzt, wie eine Systemkamera von Fujifilm, dann kann man auch mit Focus Peaking arbeiten. Und wenn plötzlich alle Sterne leuchten, ja, dann haben wir den Fokuspunkt festgestellt für die Unendlichkeit. Ein sechster Tipp. Ihr könnt sowohl Deep Sky Aufnahmen machen mit parallaktischer Nachführung, also mit Tracking. Ja, also das ist natürlich ein bisschen fortgeschrittene Astrofotografie. Dann brauchen wir keinen Vordergrund, dann ist es eine reine Deep Sky Aufnahme. Oder, was mir persönlich am Herzen liegt, können wir mit ganz einfachen Mitteln, mit ganz einfachen Stativ und einer Kamera einen terrestrischen Vordergrund nehmen, in Form eines Baumes oder eines Gebäudes. Noch interessanter sind aber die Implikationen der Menschen. Ja? Wenn ihr schafft, eine Fotoaufnahme zu machen mit euren Familienangehörigen,
Mit diesen Kometen, das ist wirklich dann historisch, weil das ist dann für die Ewigkeit. Weil dieser Komet so ein kurzzeitiger Besucher in unserem Sonnensystem ist und für die nächsten 6800 Jahre aus dem Sonnensystem dann wieder wegfliegt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Interesse verspürt habt, an einem meiner zahlreichen Astro-Workshops teilzunehmen, ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Ich würde mich freuen über ein Like, über einen Kommentar zu diesem Video und ein Abo. Und diejenigen von euch, die mich sogar finanziell auf Patreon unterstützen, Leute, vielen herzlichen Dank. Nur so kann ich euch den Kometen ins Wohnzimmer bringen. Ich wünsche euch allen Clear Sky und Per Aspera ad Astra. Thank you.